Um auf Chessbase Online-Schach spielen zu können, benötigen Sie eine Software, die ist bereits integriert in Fritz 17 als auch in Chessbase ab Version 14. Beispielhaft hier die Version 15 des Datenbankprogramms Chessbase. Dort findet man die Software hier unten links, playchess.com. Einfach raufklicken, dann geht der Client von PlayChess auf. Wenn Sie keine Chessbase-Software dieser Art haben, dann gehen Sie auf die Seite de-chessbase.com. Dort unter Support Download und laden sich dort den kostenlosen PlayChess-Klienten herunter. Der PlayChess-Client ist jetzt heruntergeladen. Ich habe die Setup-Datei auf den Desktop kopiert. Mit einem Doppelklick öffne ich die jetzt. Bestätige die Sprache Deutsch. Klicke dann auf Weiter und wähle als erstes ein anderes Zielverzeichnis. Den Grund nenne ich gleich. Das Verzeichnis muss nicht existieren, es wird automatisch angelegt. Jetzt sehen wir den Grund für die Installation in einem anderen Verzeichnis. Ich hatte in der Vergangenheit öfter Probleme, wenn ich den Standardordner Programmfiles x86 genommen habe, weil sich die Microsoft Visual C Bibliothek dort nicht installieren lässt. Es wird hier noch ein bisschen dauern, bis der Setup-Fortschritt zu sehen ist. Die Installation ist jetzt abgeschlossen und es geht weiter mit der Ausführung von PlayChess. Ich klicke jetzt auf Fertigstellen. PlayChess wird automatisch ausgeführt. Als erstes muss ein Update gemacht werden, da auf der Webseite von Chessbase offensichtlich eine veraltete Version zum Download angeboten wird. Ich verkürze dieses Video und überspringe diesen Installationsprozess. Die Installation des Updates ist abgeschlossen. Ich logge mich nun mit meinem Benutzernamen und dem Passwort auf dem Server ein. Hier oben erscheint mein Benutzername und mit einem Klick auf playchess.com verbinde ich mich mit dem Server. Nach dem Login befindet man sich im Raum Spielen und Zuschauen. Hier kommt auch eine Meldung, dass dies kein Raum zum Spielen ist. Dafür muss man dann den großen Spielsaal nehmen, zum Beispiel. Hier oben findet man Informationen über das Konto. Wichtig ist bei den Online-Turnieren vom Deutschen Schachbund, wie der Deutschen Internetmeisterschaft, der Deutschen Internet-Schach-Amateurmeisterschaft oder dem Internet-Deutschland-Cup, dass man ein Premium-Konto hat. Das kann man hier unter Kontostand abfragen, zum Beispiel machen, Ablauf Premium-Mitgliedschaft, steht ein Datum da. Und wenn man kein Premium hat, dann kann man diese Turniere nicht mitspielen. Die meisten Turniere finden statt unter Turniere, wie zum Beispiel der Emanuel Lasker Arena oder den offiziell A- oder offiziell B-Turnieren. Die Turniere vom Deutschen Schachbund finden allerdings statt unter Vereine und Verbände. Deutschland, Deutscher Schachbund und dann gibt es DSB Online-Turniere 1, 2 und 3. Diese Skriptfehler einfach ignorieren. Der im Chessbase-Klienten integrierte Browser, hat
hat Fehler und weil er noch auf einer alten Engine von Microsoft basiert. Davon lässt man sich dann einfach nicht irritieren. So, aktuell findet hier jetzt kein Turnier statt. Ich bin hier der einzige Spieler. Hier unter Spieler kann man sehen, wer online ist. Und hier gibt es den Button Mitmachen. Den müsste man klicken, um an einem Turnier teilzunehmen, das in diesem Raum ausgeschrieben ist.